Hallöchen, ich werde euch heute ein bisschen was über Battlebags erzählen. Fangen wir auch gleich an. Hier haben wir mal das Einsteigermodell. In dem Fall von der Firma NXE, gibt es exemplarisch von fast jedem Hersteller. Zeichnet sich durch zwei Pötter aus und ich habe einen Hüftgurt, mit dem ich mir das um den Bauch schnallen kann. Ist wie gesagt nichts Besonderes. Ich stecke zwei Pötter rein. In dem Fall habe ich doch ein schönes Gimmick, hier oben den Gummistrops. Wenn ich das nämlich wieder aufmache, kommt der Pott mir gleich so ein Stück entgegen. Ist nichts Aufwendiges, kostet aber auch nur irgendwas so zwischen 10 und 15 Euro. Das gute Stück hat auch noch einen großen Bruder. In dem Fall habe ich es mal für die Woodies in Camo genommen. Hat diesmal drei Potthalter, ansonsten genau das gleiche. Du hast den Bauchgurt, die drei Potthalter und auch hier wieder schön mit dem Gummistrops. Wir sind so etwa bei irgendwas so zwischen 15 bis 20 Euro. Dann wird es ein bisschen aufwendiger. Wir bleiben erstmal noch im Hause NXE. Das wäre das 4 plus 1. Plus 1 deshalb, weil man hier für alle, die im Woodland-Bereich mit Mamba an der Flasche spielen, eben die Flasche auf dem Rücken tragen kann. Ansonsten habe ich auch wieder die Potthalter. Allerdings in dem Fall ohne Gummi. Dafür habe ich allerdings vier davon. Und vor allem schon ein sehr, sehr gutes Gurtsystem. Ich zeige euch das hier einmal. Man hat die beiden Außenlaschen, man hat die beiden Innenlaschen. Wenn ich die Innenlaschen jetzt so übereinander lege, sodass es gut passt, kann ich dann im Nachgang mit diesen schön dehnbaren Gummis das nochmal nachspannen, sodass das Pack wirklich gut am Rücken ansitzt, nicht wackelt, nicht schlackert. Und damit auch A, nicht zu hören ist und B, hoffentlich kein Ball kaputt geht. Wir sind so bei 25 bis 30 Euro etwa. Ist ein sehr gutes Einsteiger, allerdings auch gut für Leute, die, was weiß ich, 10, 12 Mal im Jahr spielen gehen. Da muss man nicht ganz so viel ausgeben, wie es dann nachher im Turniersegment schnell wird. Das ist ein wirklich sehr gutes Mittelmaß. Und auch wenn ich keine Mamba habe, ist es trotzdem eine gute Geschichte. Weil ob ich da nur was reintue oder nicht, es ist ein gutes und günstiges Battlepack mit einem guten Gurtsystem, kann ich nur jedem empfehlen. Wir kommen jetzt in den Turnierbereich. Hier einmal exemplarisch das Pack von Proto. Die unterscheiden sich dann doch durch ein paar Kleinigkeiten. Vor allem in dem Fall durch diese Extraschlaufen. Ich habe jetzt hier mal ein 3 Plus genommen. Das Plus steht dafür, dass ich hier nochmal 1, 2, 3, 4 Pötte separat mit dazu nehmen kann. Ich habe also nicht nur 3 Pötte, sondern insgesamt 7 Pötte mit auf dem Feld. Wirklich eine sehr schöne Geschichte und auch hier wieder ein sehr, sehr gutes Gurtsystem. Die Proto zeichnen sich dadurch aus, dass ich sehr lange Laschen habe, was auch für etwas fülligere Menschen damit sehr angenehm zu tragen ist. Bei allen anderen Firmen gibt es allerdings sogenannte Bolt Extender, wo man dann einfach ein Stück dazwischen macht. Auch hier wieder mit den Nachzieh-Außenschlaufen, sodass ich sehr gut an den Körper ansetzen kann. Gutes Battlepack, wir sind so bei Anfang, Mitte 30 Euro. Kann ich jedem nur empfehlen, vor allem für den Turnierbereich sehr, sehr gut geeignet. Dann rutschen wir eine Stufe höher. Jetzt mal exemplarisch eins aus dem Hause Eclipse. Wodurch unterscheidet sich das von dem, was ich bisher eben schon gesagt habe? Nämlich haben wir auch hier wieder in dem Fall jetzt vier Außen- und mehrere Seitenschlaufen. A, habe ich hier extrem viele, weil in diese Seite kann ich zwar einen reinmachen, ich könnte aber auch zwei reinmachen, hätte dann bis zu 11 Pots mit auf dem Platz. Aber vor allem unterscheidet sich das beim Rückenteil. Ich mache es mal gerade auf. Nämlich dadurch, hier arbeitet die Firma Eclipse ausnahmsweise mal mit NXE zusammen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Rückenteil, was die Wirbelsäule unterstützt, was noch Luft durchlässt, sodass der Rücken nicht so verschwitzt. Wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Und das rechtfertigt dann auch, außer natürlich der etwas hochwertigeren Materialien, auf jeden Fall den etwas doch deutlich spürbar höheren Preis. Wir liegen nämlich so bei um die 60 Euro. Sehr gutes Paddlepack, trägt sich sehr angenehm, ist relativ leicht für seine Größe und wie gesagt, ich habe bis zu 11 Pots, was natürlich Munition all over heißt. Dann noch eins aus der, sag ich mal, Luxusserie. In dem Fall habe ich euch mal eins von Dai mitgebracht. Hier auch jetzt erst
von Hause aus erstmal ein Dreier, aber auch hier habe ich wieder 4 extra Schlaufen, sodass wir bis zu 7 Pötte mit auf den Platz nehmen können. Das gibt es aber auch als 4+. Und dann sind es, glaube ich, auch 5, die man noch dazu packt. Das zeichnet sich vor allem auch noch durch eine große Besonderheit aus. Die Firma Dye hat sich den Luxus geleistet, hier nicht einfach nur einen Gummistrops drüber zu packen, sondern den Pott wirklich mit Gummis dehnbar, sodass auch größere Pötte reinpassen, komplett zu verpacken. Hat den charmanten Vorteil, dass das nicht irgendwie verrutscht und dann irgendwie keinen Sinn mehr hat, sondern egal in welcher Packlage das ist, der Pott kommt dir immer entgegengerutscht. Sehr, sehr angenehm. Sehr gutes Pack, auch hier. Allerdings haben die es selber gemacht. Auch hier wieder ein sehr leichtes Rückenteil, was noch Luft durchlässt, was sehr angenehm sich an Rücken anschmiegt, was sehr, sehr gut sitzt. Wir sind allerdings bei den kleineren, in dem Fall 3+, so bei roundabout 70 Euro. Die 4+ sind dann schnell bei 80, aber dafür hat man auch wirklich ein hochqualitatives Pack. So, das war einmal ein Überblick über das, was der Markt so hergibt. Firmen stellen das im Prinzip alle her. Sowas wie das hier mit diesen doch sehr großen Überschlaufen kommt allerdings nur von der Firma Dye, aber ansonsten unterscheiden sich die Battlepacks immer nur marginal. Sucht euch euers aus. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Platz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.